Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute gibt es wieder Champions League Orakel und zwar Real Madrid gegen Gladbach und Bayern München gegen Lok Moskau. Ja, gestern haben wir schon Dortmund gespielt und wer hat noch gespielt? Leipzig. Leipzig hat 3-2 gegen ManU gewonnen und Dortmund hat gegen Zenit gewonnen 1-2. Ja. Dann würde ich sagen, kommt jetzt erstmal das Intro und dann starten wir in das Orakel der Mittwochsspiele. So, ja, wie gewohnt, vier Tütchen der Champions League Sticker. Pro Halbzeit natürlich zwei Sticker-Tütchen. Ich lege die mal auf Seite und dann würde ich sagen, wir starten direkt in die erste Halbzeit und los geht's. Ja, also ich habe hier eine Umfrage gemacht wegen den Orakels, weil gestern das Orakel hatte 38 Aufrufe oder so und ja, ist halt ein bisschen bitter. Man setzt sich hier hin, macht sich die Arbeit. Und ja, wird es halt nicht gesehen. So, als erst hätten wir hier von Donetsk. Ist das Donetsk? Ich hoffe es. Marlos. Dann haben wir hier, wie heißt der Verein? Basak Sehir. Da haben wir Tek Demir. Und da ist schon die Ecke irgendwie. Ja, egal. Da haben wir von Barcelona Pjanic. Dann haben wir ja nochmal von Donetsk. Oder ist das Donetsk? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ismaili. Dann haben wir hier die Busch. Dann haben wir hier Atletico Madrid, Angel Correa. So, dann haben wir von Paris Idrissa Gueye. Und da haben wir das 0-1 für Lok Moskau gegen die Bayern. So. Ja. Und da haben wir das 1-0 für Gladbach, also 0-1. So. Und da kommt das 1-1 hinterher durch Isco. Das Tor für Gladbach hat Stefan Leiner gemacht. Ja. So, ist das okay? So. Natürlich. Ah ja, mein Goal geht nicht mehr. Ja. Keine Ahnung. Irgendwie hakt es. Okay, dann müssen wir ohne Goal machen. Ich muss mal gucken, woran es hängt. Sorry. So. Dann kommen wir hier zum Ende der ersten Halbzeit. Wir hätten hier von Real Madrid Vinicius Junior. Das ist das 2-0 für Real Madrid. So. Geht's jetzt wieder? Nee, geht leider nicht. Keine Ahnung, woran es hängt. Dann haben wir hier von Lazio, Lulic. Als nächstes hätten wir hier von Panathinaikos Athen Masuras. Dann haben wir hier von Donetsk Matvijenko.
Tivchenko. Dann haben wir hier Vasquez. Dann haben wir von Atletico Madrid Thomas. Dann haben wir hier von Paris Paredes. Und dann haben wir das 2:0 für Lok Moskau durch Eda. Ui. Dann haben wir hier von Red Bull Salzburg Wöber. Und von Red Bull Leipzig haben wir hier Upamecano. Und somit ist die erste Halbzeit vorbei. Tja, das ist ja meine erste Halbzeit. Junge. Bayern liegt 2:0 zurück und Gladbach liegt hier 2:1 zurück. So, und ich zeige euch jetzt hier meine Tipps. Und es geht gar nichts mehr, sehe ich gerade. So, mal jetzt gucken. Ja, moin. Da geht gar nichts mehr. Warum? Okay, kann ich das hier einblenden? Jawohl. 2:1 tippe ich Real Madrid gegen Gladbach. Und Bayern gegen Lok Moskau tippe ich ein 3:1. Laut Orakel ist jetzt, ja, nicht so der Fall. Aber wir werden ja mal schauen, wie es die zweite Halbzeit weitergeht. Und los geht's. So, ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie die Spiele ausgehen. So. Na? Ich habe hier Katzenhaare. So, wir haben hier von... was ist denn das nochmal? Oh Mann. Atalanta Bergamo? Ist das Atalanta Bergamo? Bin mir nicht so sicher. Dann hätten wir hier von Manchester City... Fernandinho. Dann hätten wir hier von Barcelona Braithwaite, oder wie der sich ausspricht. Braithwaite. Den Namen habe ich noch gar nicht gehört irgendwie. De Ambrosio von Inter Mailand. Dann hätten wir hier Malcolm von Zenit. Dann hätten wir hier von Lazio Adekanye. Dann haben wir hier von, keine Ahnung, Gacinski oder ja, so ungefähr. Dann hätten wir hier von Dynamo Moskau Karafaev. Dann haben wir hier von Olympique Marseille Amavi. Dann haben wir hier, ja, ich weiß nicht, wie der Verein hier irgendwie mit Mittelland oder so ungefähr. Jesper Hansen. Also mit ausländischen Teams habe ich es echt ein bisschen. Und wir kommen jetzt zum Ende der zweiten Halbzeit und zum Ende des Orakels. So, wir schauen mal. Was ist das? Yep. Ach, bei den Bayern ist noch gar nichts passiert hier. Wir haben hier von Barcelona Ansu Fati. Dann hätten wir hier von Marseille Mandanda. Dann hätten wir hier von Bayern München Hernandez. Das ist das 1:2 hier für die Bayern. Dann haben wir hier von State Renners
Mauasa. Dann haben wir hier von Atalanta Bergamo, denke ich mal, ist das Fräuler. Fräuler? Dann haben wir hier von Ajax Tagliafico. Dann hätten wir hier von Chelsea Thiago Silva. Dann hätten wir hier von Club Brügge. Ne? Von Club Brügge haben wir hier Federico Rica. Und da haben wir das 2:2 für die Gladbacher durch Elvedi. Juhu! Und da haben wir hier noch von RB Leipzig Henrichs. Und somit ist das Orakel gelaufen. Ja, also das Orakel besagt hier 2:2 zwischen Real Madrid und Gladbach. Das war auch das Hinspiel. Und 1:2 für Lok Moskau gegen die Bayern. Jo. Also ich kann ja nochmal meine Tipps einblenden. Also 2:1 Real gegen Gladbach. Und Bayern gegen Lok Moskau haben wir 3:1 tippisch. Ja. Und da würde ich ja mal sagen, falls du noch kein Abonnent bist. Ja, es geht ja nicht. Scheiße. Schittes. Einen Augenblick. So, falls du noch kein Abonnent bist, man sieht's kaum, dann lass ein Abo da, kostenlos. Und aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst auf meinem Kanal. Natürlich nur, wenn ihr wollt und dir mein Kanal gefällt. Und lass ein Like auf dieses Orakel da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.